Und da sind wir wieder bei Pokémon Feuerrot. Ja, wir stehen jetzt direkt vor Gary. Und ja, mein Radikal ist ein wenig angeschlagen, aber ich denke, das sollte trotzdem noch klappen. Jetzt werde ich mal sehen, wie wir hier weiterkommen. Da ich ja das letzte Mal endlich den Türöffner gefunden habe, nach langem, langem Suchen, kommen wir nun endlich ein Stück weiter. Mal schauen, was so aus Gary geworden ist. Oho, er hat schon ein Tauboss. Das heißt, auf Level 36 entwickelt sich auch mein kleiner Schnucki-Putz. Und jetzt wechsle ich doch glatt mal auf Knuddeluff, weil wenn es jetzt einschläft, kann ich nämlich voll Traumfresser einsetzen. Eigentlich müsste es jetzt einschlafen. Ha, jetzt. Und Traumfresse! Mach! Ja. Das heißt, ich kriege schön KP wieder. Das gefällt mir. Eine schöne Attacke. Gucken. Und nochmal Geowurf und vielleicht reicht das schon aus. Nein, leider nicht ganz. Aber noch ein Geowurf sollte ausreichen. Und mein Hund und meine Katze machen sich's gerade auf meinem Sitzsack gemütlich. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das gut ist, was sie da treiben. Ach, super. Das finde ich gut. Gyarados. Was habe ich gegen Gyarados? Ich wechsle mal auf Tauboga. Ich finde das gerade nicht so lustig, was mein Hund da treibt, aber ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Nicht die Katze auf den Sitzsack verwaltigen, Flo. Nein. Hör auf damit. Oh, shit. Das ist nicht so gut. Dann nehmen wir Relaxo. Entschuldigung. So. Ah, okay. Erholung. Oh. Da bin ich jetzt aber Überholung. Über Erholung. Überholung. Hahaha. Ganz froh. Drachenwut haut auch ganz schön rein, muss ich sagen. Wobei er ist aber auch ein ganzes Stück stärker als ich. Also. Von daher. Ah, Volltreffer ist sehr schön. Ich vermute mal, dass er jetzt wieder aufwacht. Ich hoffe es ehrlich gesagt sogar. Ja! Das war's. Nein! So. Knappes Ding. Knapp, knapp, knapp. Ja, jetzt guckt mein Hund dämlich, weil der Kater abgehauen ist. Aber mein Flo möchte ja so gern mit ihm spielen. Das findet er jetzt natürlich nicht so toll. Bitte nicht zurückschrecken. Sehr schön. Ah, sehr gut. Und damit haben wir Gyarados platt gemacht, obwohl es 6 Level über mir ist. Bin ich zufrieden damit? Oh yes! Tauboga erreicht Level 36. Ihr wisst, was das heißt. So. Gegen Vulcano habe ich ja was. Etwas sehr Gutes sogar. Muss ich sagen, doch. Und nochmal, und dann haben wir das Vulkan schon nieder. So, ich finde, meine Attacken sind bis jetzt ganz cool. Simsalon, nein. Ich möchte es gern zum Schlafen bewegen. Ach, schade. Warum geht das immer daneben? Ich will nicht immer Astralaxo einsetzen müssen, damit ich. Ah, Schwein gehabt. Damit ich Traumfresser einsetzen kann. Nicht sehr effektiv, aber.
Immerhin gibt es mir ein paar KP wieder. Und damit setze ich das nochmal ein. Sehr gut. Ich habe die Befürchtung, jetzt wird es dann auch wieder aufwachen, deswegen. Nein, es hätte noch eine Runde geschlafen, aber naja. Egal. Nochmal. Es schläft lange. Muss eine Schlafmütze sein. Gut. Bisaflor. Nämlich Tauboga. So, dafür, dass er ordentlich ein paar Level über mir ist, ist er jetzt nicht so. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich noch einen Aufwecker. Erstmal die Aufwecker alle machen, bevor ich nur noch die. Ups, nein. Nur noch mein eine Flöte nutze. Nochmal. Ah, warum ist das schneller? Das kann nicht schneller sein. Ich habe die schnellste Attacke im Spiel. Verdammte Scheiße. Nicht. Ah, Dreck. Dann nehme ich jetzt nochmal Relaxo, weil Relaxo ist das scheißegal, ob es schläft. Da ist das sogar gut, wenn es schläft. Schnarcher. Mann, das ist verdammt schnell, das Viech. Okay, ich muss sagen, da macht mir doch das dieser Flor von Gary doch ein bisschen zu schaffen. Aber ich hoffe einfach mal. Warte, nee, so wird das nichts. Ich wechsle noch mal. Auf. Tauboga, das ist das Einzige, was wirklich eine Chance gegen das Viech hat. Das ist echt mies. Ich muss sagen, das Bisaflor ist mir nicht sympathisch. Fliegen. Warum ist das so schnell? Ja, klar. Das ist doch Dreck. Der Kampf ist scheiße. Weil wenn ich. Das setzt dann eh gleich wieder seinen verdammten Schlafpudor ein und das ist Kakö. Alter! Ich krieg die Krise. Kann das Vieh mich nur so fertig machen? Und da habe ich mich schon gefreut, dass das ein einfacher Kampf wird. Oh, Alter, geh sterben. Warum ist Tauboga so lahm? Warum musst du so lahm sein, Tauboga? Hä? Geowurf. Komm an. Das ist doch Dreck. Wie soll ich das besiegen? Wenn das so tut, wie es tut. Was hat so einen scheiß schnellen Angriff? Damit habe ich nicht gerechnet. Alter. Komm. Toll. Oh, Schwein gehabt. Das war jetzt aber knapp. Mann. Jetzt muss ich ja doch noch mal ins Pokémon Center. Juhu, und Tauboga entwickelt sich. Das ist schön. Boah, der Kampf, der war jetzt echt ganz schön krass.
Ja, bla 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 bla. So, was bist du für eine Lusche hier? Oh, ich habe einen Lapras bekommen. Nützt mir noch nichts. Also nicht allzu viel. Ich gehe noch mal raus. Fluchtseil, wo bist du? Geh mich noch mal heilen und dann, denn der Kampf gegen Hocke-Typ wird auch nicht leichter. Eieiei, hast mich ganz schön aus der Fassung gebracht. Mein Gott, kann ich nicht gut heilen. So. Nee. So, jetzt muss ich natürlich wieder rausfinden. Wie kam ich wohin? Ich hasse dieses Gebäude. Ich muss es wieder irgendwie so aufrollen und hoffen, dass ich dann da ankomme, wo ich hin will. Wo war das jetzt? Mal diesen hier. Da war ich ja nicht schon. Hier war ich noch nicht. Aber wo bin ich? Oh, wieder eine Stelle entdeckt. Von daher. Sind mir nun was nützt, ist eine ganz andere Frage. Nein. Nützen tut mir das hier gerade gar nichts. Ach, verdammt. Wie kann ich denn. Bitte schön. Da runter, war das hier? Ach Gott. So, nochmal drauf? Nee, da kann ich noch die Tür öffnen. Ah, verdammte Scheiße. Wo muss ich hin? Ey. Manu. Gut, ja. Oh ja, das ist toll. Nun nützt es mir nichts. Egal. Nee, hier muss ich nicht lang. Fuck. Total für ein Schrober, ja. Flo, was hast denn du? Irgendwas hat sich mein Hirn schon wieder gekrallt. Ich habe keine Ahnung was. Ah, wie komme ich nur? Wie? Und wo? Hä? Das verwirrt mich gerade extremst. Wenn ich nicht mehr weiß, wo ich langgegangen bin. Ich habe nicht mal den Hauch einer Ahnung, wo ich lang muss. Um endlich wieder dahin zu kommen, wo ich war. Fuck! Das ist doch Dreck. Ich weiß es echt nicht. Kein Plan. Scheiße. Ich meine, hier sind zwar ein paar, die ich noch nicht aufgekundet habe, aber ich will ja eigentlich auch zu Giovanni endlich. Ah, oh, verdammt. Der war's nicht. Manu. Warum muss dieses blöde Gebäude so groß sein? Das ist echt uncool. Sehr, sehr uncool. Scheiße ist das. Richtig scheiße. Ich habe keinen Plan, wo ich lang gelaufen bin vorhin. Nicht mal ansatzweise. Dreck. Wie bekomme ich das nur hin? Bin ich denn nur lang gelaufen? Wo bin ich lang gelaufen? Ich weiß es nicht. Nicht mal den Hauch einer Ahnung habe ich. Es wird langsam unschön. Bla bla bla. Ja. Geh mir nicht auf den Weg. Lass uns mal genauso wenig was.
gibt's doch nicht. Welchen Stockwerk bin ich? 2 viele Möglichkeiten gibt's hier ja nicht. Wo ich noch lang gehen kann. Ich bin ich denn vielleicht hier irgendwo? Nee, das habe ich ja schon versucht. Nee, hier war's nicht. Aber was da? Wo war das? Ach, verdammt. Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Ey, Alter. Endlich. Endlich. Wurde aber auch Zeit, ey. Das merke ich mir jetzt trotzdem nicht. Also, ich muss das jetzt schaffen. Sonst wird das nie wieder was. Solange wie ich jetzt hier rumgeirrt bin, das ist für die Zeitverschwendung. Ey, scheiße. Grr, grr, grr. Das finde ich nicht schön. Uff. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich jetzt K.O. gegangen wäre. Oh, das ist schön. Nochmal. Das ist gut. Macht ja ordentlich Schaden. Wer hätte das gedacht? Body Slam. Das ist gut. Denke ich. 85. Im Gegensatz zu Kopfnuss ist das doch einmal frei. Natürlich überlege ich gerade, vielleicht Gainer doch drin zu behalten. Ich weiß nicht. Denn Gesang ist scheiße, da könnte ich ihm was anderes. Okay, Gesang. Klappt doch manchmal. wie mache ich das mal? Und nochmal, damit fülle ich schön meine KP wieder auf. Das finde ich gut. Oder? Na, ich bleib mal noch bei Knülle. Vielleicht habe ich ja Glück und es klappt nochmal. Ah, setze ich mit dem Somnia wach. Also das kann ich nicht einschläfern. Dann Geowurf. Es geht. Oh, Psychokinese ist böse. Aquaville? Was sagst du dazu? Ah. Dumm die dumm. Geschafft. Sehr schön. Nee, ich verschone dich nicht. Lusche. Luschen wie dich verschone ich nicht. So, du Typ, du. Du Dummer, du Böser, du Gemeiner. Zausch dich kaputt, ey. So, versuchen wir doch mal. Gainer. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viele Pokémon hatte der eigentlich. Egal. Body Slam. Nice. Na, okay, da hätte ich mir den Gainer auch sparen können. Damit habe ich nicht gerechnet, dass die so reinhaut, die Attacke. Nein. Okay, noch 3. Das Level 41, da muss ich gehen. Da muss ich gehen. Bei Level 41 muss ich definitiv gehen. So, Body Slam.
Macht es nämlich schon gar nicht mehr ganz so viel Schaden. Aber es schläft, das ist gut. Wenn es jetzt nicht wieder aufweckt, dann habe ich gute Chancen, es damit zu besiegen. Und dann habe ich das stärkste Pokémon aus seiner Truppe weg. Das ist gut. Ah, Gegner ist aufgewacht. Oh, da. Oh, oh. Hallo, geht's noch? Dreck! Das war ja heftig. Krasse Scheiße. Oh nein. Holla die Waldfee. Ich finde, Nidoqueen hat komische Titten. Das fällt mir gerade wieder mal auf. Ja. Na, schade, dass Knuddeluff so weit runter ist. Naja, wird schon reichen. Aber wenn, warum nicht Aquawelle, wenn das doch so schön ist? Aha, sehr gut. So, was hatte der noch? Ich weiß gar nicht. Hab's schon wieder vergessen. Kangama. Ja. Setzen wir mal Radikal ein. Der hat auch noch nichts gemacht. Zum Glück habe ich den schlimmsten von ihm schon weg. Das Nidoqueen, das ist das stärkste, was er hatte. Das ist vorteilhaft. Ah, das ist auch vorteilhaft. Ich finde das kleine Kangama-Baby süß. Und das finde ich nicht süß, wie es mich haut hier. Das ist unschön. Das wiederum ist schön, damit kannst du nicht angreifen. Gefällt mir gut. Das wird dir nichts nützen, weil ich dich jetzt besiegen werde. Damit hätten wir das auch geklärt. Lusche. So, jetzt müsst ihr alle einen Abgang machen und ich freue mich ganz doll. Da ich weiß nicht, wie lange ich noch rumrennen muss und ich will nicht, dass es besiegt wird. Ja, mich klingt ich taubisch. So. Ja. Meisterball, yeah. So, ich habe noch bestimmt noch ein Fluchtseil. Damit ich schnell rauskommen aus diesem blöden Gebäude. Mach dich so wahnsinnig. Pokémon Center? Jetzt mal überlegen, schaffe ich das, die Arena so? Müsste. Eigentlich sollte es reichen. Erstmal muss ich die anderen Pokémon ablegen. Da ein paar zu viel dabei. Nein, eins zu viel. Ja. Jetzt geht's um die Arena. Beziehungsweise kann ich ja jetzt wieder in alle anderen Gebäude. Aber es dürfte trotzdem nicht wirklich was Interessantes hier für mich geben. Von daher, ab in die Arena. Oh nein, noch mehr Teleporter. Ich diese Teleporter hasse. Dreck, Dreck, Dreck. So, Body Slam. Ja, okay. Die am Anfang sind noch ziemlich schwach. Da brauche ich noch keinen Gainer einsetzen.
Nee. Paralyse ist ein schöner Nebeneffekt von Body Slam. Ist ganz nice, die Attacke. Nee, ich lasse es mal noch drin. Weil Relaxo ist immer noch ein bisschen hinterher, was das Level angeht, von daher. Das war schön. So, Nummer 1 ist besiegt. Ja, ja. Das kann jetzt wieder was werden, ey, Drecken. Okay. Das wird mir ja nicht allzu viel bringen. Ich weiß nicht, Schnarcher wird auch nicht viel bringen, denke ich mal, dass ein Normalattack ist. Also kämpfe ich lieber mal mit Taubos. So was Richtiges gegen Geist habe ich, glaube ich, gar nicht, oder? So was richtig toll, mega Gutes. What? Was war das denn, bitteschön? Das ist ja fies. Mach das nicht nochmal, du blödes Teil. Aquabelle. Oh nein. Die Attacke ist ja scheiße. Ah. Hat keine Wirkung. Okay, das muss man ja mal austesten, ne? Setzt das nicht noch. Okay. Aber jetzt kannst du mich nicht. Bitte, 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 bitte. Ah, fuck! Ich darf kein. Okay. Verhau dich selbst. Na gut. Dieser Abgangsbund, der darf nicht funktionieren, während. Scheiße. Jetzt wird er mich mitnehmen. Das ist fies. Das ist echt fies. Kann ich die Attacke auch lernen? wie soll ich das jetzt machen? Ich habe nur noch normale Attacken. Ich glaube nicht, dass mir der Hypozahn irgendwas bringen wird. Sage ich doch. Beutel. Dreck. Die Arena wird heftig. Die wird echt heftig. Super Trank. Böse, böse. Kann ich nur versuchen, am Anfang mit Pummeluft beziehungsweise Relaxo einschläfern und dann mit anderen Attacken niedermachen. Sehr gut. Ah, sehr schön. Mensch. Ah ja, das ist ganz fein. So, besiegt. Und damit bin ich jetzt an sich ziemlich nieder und werde wahrscheinlich erstmal wieder raus müssen. Wenn ich wieder rausfinde. Warte. Da lang.
Da? Wie komme ich hier wieder raus? Boah. Ich hasse es. So, meine lieben Freunde. Und hier ist... Ach, hier ist der doofe Supermarkt. Gut. Endlich habe ich den gefunden. Hier ist auch noch kein Pokémon Center. Ja, das ist hier unten. Jedenfalls werde ich das in der nächsten Folge machen müssen. Denn sonst wird es wieder ein bisschen lang. Und ja, ich würde sagen, in der nächsten wird wieder mal ordentlich trainiert. Wieder weitere Teleporter. Und wir hoffentlich holen uns den nächsten Orden. Also dann, sag ich tschüss.